Guten Tag zu einer Folge To the Moon. Und in dieser Folge werden wir hoffentlich etwas mehr über Rivers Krankheit erfahren. Ich habe eigentlich diese Folge schon so ungefähr 3 Minuten aufgenommen, aber ich wurde so oft unterbrochen, zwangsweise. Jetzt starte ich einfach neu die Aufnahme. Oh ja. Was ist das denn? Ich versuche natürlich irgendwie alles nachzustellen. Okay. Wir sind irgendwie auf diese Theke hier gesprungen. Theke, Tresen oder wie nennt man das nochmal? Ach, Tisch. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ah, deshalb sind auch bei ihm im Haus alle Uhren still. Ist nicht so schlimm, ich halte schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Bringt einfach auf den Tisch. Vielen Dank. Das erklärt dann wohl auch die Uhren im Haus. Notiz: Uhren ticken. Etwas, das River nicht leiden kann. Ach ja. Ein Plüschschnabeltier. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. So ein Arschloch, ey. Oh Mann, dieser Watts, ey. Nicht mehr lang, sie werden dich gleich aufrufen. Ich finde es echt gut, dass sich John so sehr um seine Frau kümmert. Ein wahrer Mann. So, eine Uhr. Die jetzt nicht mehr tickt. Ja, das ist auch einfach das Rätsel. So, bis hierhin habe ich ja schon gespielt. Aber was jetzt kommt, weiß ich nicht mehr. Ja, weil ich noch nicht so weit gegangen bin, genau. So, und jetzt weiter in die Vergangenheit. Ist ein Kino? Ein Theater? Theater wohl eher, weil ja Isabel auch im Theater arbeitet. Oder Schauspielerin ist. Psst, schau! Ich weiß. Ich kann auch nicht glauben, dass er für diesen Film bezahlt hat. Okay, ist ein Film. Nein, du Idiot. Schau, wir sind gesprungen. Okay, also da war er noch Jugendlicher. Heilige, weichgekochte Macaroni. Der Bengel ist allein im Kino. Was für ein Versager. Du gehst ständig alleine ins Kino. Das ist etwas anderes. Niemand ist kompetent genug, meinen Geschmack zu verstehen. Aber das mal außen vor. Wie kann sich jemand diesen Müll hier antun? Was ist denn das für ein Film? Schaut sich um, ist bedrückt und geht. War das etwa ein Date mit River? Und sie kommt einfach nicht, oder wie? Und daraus folgt, dass der Film auf der Handlungsebene wie auch auf der Metaebene ein völliger Reinfall ist. Quod erat demonstrandum oder sowas. Ach, das sagte mal mein Mathelehrer. Was zu beweisen war oder so hieß das. Komm schon, gehen wir. Was? Ach ja, richtig. Oh. Kann man den Krankenwagen hören? Viele Let's Play sagen immer, oh, jetzt ist ein Krankenwagen zu hören, aber da hört man nie was im Part. Es ist jetzt genauso. Na, Daka, hör dir das mal an. Oh nein, nein, ich will noch nicht raus. Nein, ich wollte mich da umschauen. Ist das eine Uhr oder? Nee, das ist wahrscheinlich dieser Projektor. Oder vielleicht ist es doch eine Uhr. Vielleicht ist es River deshalb nicht gekommen. Weil hier eine Uhr ist. Boah, warte. Ich rede null mit einem Emo-Teenager. Ich weiß auch nicht, was das gerade sollte. Grammatik, mein lieber Watson. Sei du bloß ruhig. Grammatik ist ja nicht einmal ein ganzer Satz. Lass uns einfach nach Mementos schauen und gehen. Nach Mementos schauen gehen.
Hier. Okay, ich kann nicht ins Damenklo. Auch nicht ins Herrenklo. Schade. Anscheinend wartete er wirklich auf jemanden und keiner kam. Was sollte das denn eben? Was tust du? Das ist jetzt die dritte Person, die du entfernt hast. Ist doch nichts Endgültiges. Ich kann die Person wirklich entfernen. Ah, wahrscheinlich weil... Ah, ich kann mir schon denken, was das wird. Sozusagen, die Zeit vergeht und er ist immer noch hier. Weil er immer noch wartet. Also, John, du weißt, dass es nichts bringt, sie so zu beseitigen. Wo ist denn das Problem? Ausgelöscht! Da ist er wieder. Ich will aber mehr auslöschen. Guck, jetzt ist dieser Ort vollkommen leer und gespenstisch. Ich hoffe, du bist nun glücklich. Hier ist noch was. Versetzt worden? Das ist der Moment für einen Polaroid. Was? Du kannst dich gut in deinesgleichen einfühlen, wie ich sehe. Hey, ich will ihm eine Freundin basteln. Können wir ihm nicht eine Freundin basteln, Eva? Nein. Oh. Hey, Joe, erspar uns das und lass ihn in Ruhe. Gibt es hier was oben? Nee, okay. Das heißt, ich muss jetzt raus. Denke ich mal. Nee, muss ich nicht. Okay, hier sind da noch ganze zwei Memory Links. Kann ich auch zum Verschwinden bringen? Nee. Cinema. Vielleicht muss ich jetzt wieder zum Film. Hier ist nichts. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, wir müssen ihn nochmal ausquetschen. Viel Erfolg. Wenigstens sind hier diesmal keine Oliven. River! Du warst die ganze Zeit da drin? Mhm. Ich habe im Foyer auf dich gewartet. Ich dachte schon, du wärst nicht gekommen. Warum bist du rausgegangen? Ich dachte, wir wollten den Film gemeinsam sehen. Was? Das sollte ich dich fragen. Wie meinst du das? Wir haben den Film zusammen angeschaut und plötzlich bist du rausgegangen. Wir haben ihn nicht zusammengeschaut. Ich wusste doch nicht einmal, dass du hier bist. Oh, Mann. Wenn du mich gesehen hast, warum bist du nicht zu mir gekommen? Was macht das für einen Unterschied? Wir haben uns denselben Film im selben Raum angeschaut. Hm? Was hast du? Du bist so merkwürdig. Möchtest du den Film jetzt nicht mehr mit mir zusammen anschauen? Klar will ich das. Komm, lass uns reingehen, bevor er vorbei ist. Johnny versteht jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, um was es im Film geht. Was? Plötzlich sind alle tot? Was? Was ist hier geschehen? Weil er jetzt eine ganze Weile nichts vom Film gesehen hat. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt eine clevere Bemerkung machen. Dein Gefühl täuscht dich. Oh ja. Hoffentlich wartet drin die nächste Mitfahrgelegenheit. So, jetzt sitzen sie auch mal zusammen. Ah, und hier ist das Plüschtier. Und das ist das Memento.
Ah, okay, man kann jetzt nichts mehr mit denen tun. Wahrscheinlich wusste gar nicht River, dass Johnny neben ihr sitzen wollte oder sowas. River versteht wahrscheinlich gar nichts gerade. Was geschieht hier? Ach, der ist ja auch einfach. So, wieder das Plüschschnabeltier. Warum immer ein Schnabeltier? Vielleicht einfach so. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dieses Schnabeltier wächst mir so langsam ans Herz. Hauptsächlich aus praktischen Gründen, aber immerhin. Was ich mich frage, die nannten ja den Leuchtturm Anya. Aber wieso? Ist Anya irgendwie ein... Also verbindet River irgendetwas mit diesem Namen? Okay, vielleicht lernen sie sich jetzt kennen. Nikolaus, komm schon, Junge. Hast du keine Eier? Doch, das schon. Hör mal, vielleicht war das doch keine so tolle Idee. Ach Gott, was soll denn schon passieren? Denk doch mal nach. Das Schlimmste, was passieren kann, sie sagt nein. Du schlenderst weiter, als ob nichts wäre. Niemand wird es je erfahren. Und alle halten dich immer noch für cool. Oder für uncool? Was stand da gerade? Cool oder uncool? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und wenn sie jemandem davon erzählt? Oder mich anschreit? Jetzt reicht es! Jetzt reiß dich mal zusammen, du Waschlappen! Oder wenn sie ja sagt, aber eigentlich nein meint? Pff, jetzt mach mal halblang. Wer tut denn sowas? Und wenn sie mir eine Enzyklopädie ins Gesicht schmeißt? Ich habe nicht mal einen Helm dabei. Oh Gott, ich bin so dermaßen schlecht vorbereitet. Alter, keine Panik. Bauch rein, Brust raus. Und hör auf, dich für einen Waschlappen aufzuführen. Genau, sag ihm, wo es lang geht. Alles wird gut, dreh dich einfach um. Ach, die sind doch gerade in der Mittelstufe. Ich denke die gerade... Ja, okay. Ja, stimmt, ergibt Sinn. Hm. Ja, ich hatte gerade total den Hänger im Kopf. Alles klar. Hey, was tust du? Psst. Hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Ja. Wieso hast du dann nicht, egal. Ganz schön cooles Schnabeltier hast du. Was liest du da? Ein Buch. Über Schnabeltiere? Nein. Oh, das finde ich super. Er fasst sich einfach nur ins Gesicht. What? Über was? Leuchttürme. Sagt er gerade über was? Ja, vom Kontext her passt das schon. Was? Leuchttürme? Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit fresnelschen Linsen zweiter Ordnung in unserem Land. 9 von ihnen sind an der Küste und einer war vor seinem Umbau ein historischer Leuchtturm mit Kerosinlampe. Ach so, darum geht es in deinem Buch. Sag mal, möchtest du vielleicht mal irgendwann mit mir zusammen ins Kino einen Film ansehen? Ich weiß nicht. Schon okay, du kannst in Ruhe darüber nachdenken. Kann ich nicht. Warum? Kein Datum, keine Uhrzeit. Oh, naja, wie wäre es an diesem Samstag um 8? Na? Eva, ich glaube, das System hängt. Ja. Oh, klasse. Schon gut. Ich nehme an, die Einzelheiten klären wir dann später.
Und sie schweigt. Tja, ich werde dann mal. Oh, da fasse ich wieder an den Kopf. Ins Gesicht. Was? Was schaust du mich so erwartungsvoll an? Du meinst sicher, dass ich jetzt noch einmal ausspreche, wie unglaublich peinlich diese Vorstellung war? Vergiss es, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Lass ihn doch, er war eben noch ein Kind. Gerade du solltest ja wissen, wie man sich da fühlt. Was soll das denn heißen? Halt die Klappe, wir müssen weiter. Halt die Klappe ist nicht mein Name. Ja, aber mein Name sagt mir, dass ich die Folge mal hier beenden muss. Bis zur nächsten Folge und dann wird es weitergehen. Ich bin echt gespannt, was jetzt als nächste Erinnerung kommt. Weil ihr fragte sie ja nach dem Date. Sehen wir vielleicht vorher, wie er das erste Mal sie sah oder... Ich weiß jetzt gerade nicht, was... Und was hat der Mond mit dem Ganzen zu tun? Alles ungeklärte Fragen, die noch aufgelöst werden. Bis dann.